Küche. Willkommen in meine Küche. Heute zeige ich euch, wie ich eine Kommunionstorte gemacht habe. Also das ist nur ein Vorschlag. Ich habe das nicht gemacht für... Das war nicht für jemanden, sondern das war für mich als Übung, Torte. Ich habe da damit geübt. Wir haben das am Sonntag, am einen Sonntag gegessen. Und ja, vom Foto, vielleicht viele werden sehen, dass das ist nicht perfekt ist oder war. Aber ich zeige euch, was ich aus meinen Fehlern gelernt habe. Das erzähle ich euch im Film alles und was ich am nächsten Mal, was ich da machen werde. Solche Torte, also der Biskuitteig und die Kokoscreme habe ich schon gemacht. In letzter Torte, was ich euch gezeigt habe mit dem Hund. Und ich konnte das nicht probieren, aber dachte mir, muss ich nochmal machen und das war so lecker, aber echt so, so lecker. So leicht, der Biskuitteig war so fluffig, der Torte, die Creme war sehr erfrischend. Darf nicht zu warm sein, die Creme, weil das wird zu weich und wird nicht so schmecken. Darf nicht zu lange auf warmem Ort stehen. Genau. Bisschen abgekühlt sein sollte. Gut, ich zeig euch jetzt schon, was ich da gemacht habe. Da habe ich mir einen eckigen Biskuitteig gebacken. Wie ihr Biskuitteig backen könnt, Link gebe ich euch unten in die Infobox. Link zu Film habe ich schon euch mal gezeigt. Nur hier habe ich 7 Eier benutzt und dann habe ich noch dazu gegeben eine Esslöffel mehr Zucker, eine Esslöffel mehr Mehl und eine Esslöffel mehr Stärke. Und eckig gebacken. Ja. Und Stäbchenprobe gemacht nach 40 Minuten und war super. Den habe ich mir schon auf 2 geteilt. Also die große ist 21 x 26 cm. Konnte auch ein bisschen größer. Ich habe die ausziehbare Form, deswegen habe ich mir so angestellt. Zum Betränken benutze ich Wasser mit diesem Sirup, Kokossirup und ein bisschen Zucker, sodass es süß ist. Da werde ich da ein bisschen enttränken. Dieser erste Boden. Und da gebe ich Brotaufstrich, das ist Aprikosenbrotaufstrich. Genau, konnte ich auch Erdbeeren nehmen, aber die Aprikose hat mir gut geschmeckt. Und da habe ich jetzt Buttercreme, Kokosbuttercreme, wie ihr Kokosbuttercreme machen könnt. Link auch in Infobox findet ihr. Habe ich auch schon euch dazu Film gezeigt. Genau, dieser Teil, den ich zwischen Boden streiche, ist mit Kokosraspel. Also gemischt. Und was ich da außenrum streichen werde, ist ohne Kokosraspel. Genau. Ja. Creme streichen, dann wieder zweite Boden, bisschen ertränken und wieder Marmelade streichen oder Brotaufstrich. Dieser Brotaufstrich ist ohne Obststückchen. Für diese Torte, dann braucht ihr ganzes Glas. So kleine Glas. Genau, ein bisschen bestreichen, dann wieder Creme und dann kommt die oberste Boden, ja, oberste, das Deckel. Hier habe ich vergessen, den Deckel bisschen befeuchten, aber das passiert mir, ich muss sagen, ja fast ständig, dass ich die oberste Teil vergesse, immer zu befeuchten. Aber das war nicht so schlimm, war nicht so trocken. Okay, die Seiten werde ich mir noch ein bisschen mit Creme streichen und das kommt, dann gebe ich das in den Kühlschrank zum Abkühlen und danach kann ich weitermachen. Hier werde ich mir Mitte zeichnen und werde ich das so zum einen Buch schneiden, ja, bisschen in die Mitte, bisschen schräg. Also ich hab das bisschen schief geschnitten, aber wenn ihr gute Hand habt, dann könnt ihr das so richtig ruhig, ja, schön schneiden. Oder wenn ihr da Angst habt, dann lasst ihr einfach so glatt und dann später kann man das trennen mit so einer Band.
schon damit zufrieden seid, fertig konnte oder habe ich das Kuchen rundherum gestrichen. Wie ich schon sagte, diese Creme jetzt ist schon ohne Kokosraspel, also glatt. Werde ich erstmal dünn einstreichen, gebe ich das im Kühlschrank für 20 Minuten und später werde ich nochmal bestreichen und dann wieder abkühlen. Die Kuchen habe ich gelassen, also mit Buttercreme, so habe ich gelassen für ganze Nacht im Kühlschrank und dann habe ich mir dann habe ich mir die Deko gemacht. Auf die Zettel habe ich mir gemalt, wie das Torte aussehen soll. Die ist so ungefähr wie der Papier DIN A4, genau, also normale Druckerpapier. Da auf einer Seite kommt ich weiß nicht, wie das heißt. Ach, ich gehe nicht in Kirche, das weiß ich nicht. Okay, Glas. Dann ein bisschen Blumen habe ich mir gemacht, dann Weintrauben und dann Buchstaben. Okay, ich mache mir jetzt Weintrauben. Ja, ich glaube, viel muss ich nicht sagen. Wenn ihr rund machen wollt oder eckig, dann fängt ihr erstmal von der Deko an. Die muss dann trocknen, 24 Stunden mindestens. Blume, glaube ich, 2 Tage, weil meine sind doch geklappt, also meine waren zu weich. Und dann schaut ihr nach, macht ihr erstmal malen auf einen Zettel, wie groß eure Torte sein sollte. Und dann könnt ihr immer anpassen, sodass ihr das nicht zu groß macht, die Deko. Ich habe die Traube ein bisschen zu groß gemacht, aber macht nichts, habe ich auf andere Seite gegeben. Okay, dann mache ich jetzt mit die Blätter. Dann Buchstaben, später das Oblaten und Blumen. Kelch heißt das, glaube ich. Kelch, ach, keine Ahnung. Thank you.
Die ganze Deko habe ich 24 Stunden trocknen lassen. Die Blume so in eine so in Schälchen trocknen lassen, aber die brauchten ja dann länger. Hier am nächsten Tag habe ich mir schon die angefangen, die Buchstaben zu malen. Ja, ich habe mir goldene Pulverfarbe ein bisschen mit Alkohol vermischt und habe ich die Buchstaben gemalt. Aber durch das Malen, ja, da braucht man ein bisschen, dass die Farbe schon aussieht, braucht man da ein bisschen viel Farbe, und dadurch sind mir auch die Buchstaben ein bisschen weicher geworden, und da muss ich da ein bisschen schieben, dass sie nicht kleben bleiben, und sind noch dann schief geworden. Aber nächstes Mal werde ich das nicht mehr malen, anmalen, sondern werde ich eine hautfarbige Fondant nutzen und dann später die Buchstaben ausstechen, wenn ich eine so goldene Buchstaben oder Deko haben will. Genau, dann ein bisschen die Oblaten bemalen und die ganze Kelch noch bemalen und trocknen lassen. Danach habe ich mir das Fondant dünn ausgerollt und ja, meine Torte war nicht so richtig glatt gestrichen, aber das konnte man nicht sehen. Durch Wärme von meinen Händen wird das Buttercreme ein bisschen weich, und durch Glätten wird sich das alles, habe ich das alles gut geglättet. Mein Gott. Okay, wie ihr hier sehen könnt, ich habe nicht so richtig die Torte geschnitten, sie ist ein bisschen schief. Aber die Torte war für uns zum Sonntag, am Sonntag zum Kaffee, deswegen das war für niemanden. Wenn ich noch für jemanden machen sollte, dann muss ich, dann werde ich mir dann ein bisschen anstrengen. Okay, ich wollte nur ausprobieren. Okay, glätten so lange wie es geht, so glatt. Und dann habe ich das Deko erstmal trocken gelegt. Und später habe ich festgeklebt mit Zuckerkleber. So, die Buchstaben, also die Schrift ist auf Polnisch. Das ist erste Kommunion, erste heilige Kommunion. Also mit meinem Namen, Kashi, Kasia. Ja. Dann habe ich mir mit Fondantpresse zwei Stränge ausgerollt. Die mache ich jetzt zwirbeln. Und dann mache ich mir ja, daraus schon einen Abschluss. So, wie ihr hier sehen könnt, die Blumen sind mir nicht geblieben, wie ich das wollte. Die waren noch zu weich. Deswegen, ich habe da keine Cookie-Dent-Gemisch vergessen. Ich vergesse das oft. ja, deswegen sind die so flach jetzt. Aber das macht nichts. Okay, dann mache ich jetzt
gelbe Fondant durch ein Sieb pressen, also nicht durch, sondern mit dem Sieb drucken, und dann habe ich so eine strukturierte, ja, Punktchen. Okay, habt ihr gesehen, die Torte, ja, ich war zufrieden, eigentlich war ich zufrieden. Nächstes Mal werde ich nicht mehr die Buchstaben so machen, sondern nämlich von andere Fondant, also Hautfondantfarbe. Dann wird das besser aussehen. Und die Blume lasse ich länger trocknen. Wenn ich schon sowas machen sollte, dann werde ich schon 3 Tage vorher die Blume machen, dass sie richtig durchtrocknen, dass sie so ihre Form behalten. Ja, okay. Nein, das war's schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.